Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Factorio Multiplayer mit dem lieben Caro7, dem Profi unter uns. Was? Und ich hau es gleich wieder ab und gehe nach oben und baue meine Eisenabbaustation weiter. Wieso ist hier überhaupt gerade der Ölzug lang gefahren? Das hat mich gerade etwas verwirrt. Wieso fährt der hier entlang? Das weiß ich nicht. Ich möchte jetzt gerade mal, dass der nach Oil 1 fährt, bitte. Und dann von da aus mal zum Oil Depot, weil ich will wissen, wo der sich den Weg reserviert. Das interessiert mich jetzt gerade mal. Ach, Jock. So, und jetzt fährst du mal zum Oil Depot, bitte. Fährst du da jetzt lang? Genau, du müsstest nämlich eigentlich hier rechts und direkt dahin. So wie es sich gehört. Ja, und dann fährt er wieder nach oben. Keine Ahnung. Warum der Geh mal raus unten da. Lang gefahren ist, weiß ich nicht. Geh mal raus da, ich will mit dem mitfahren. Ich fahre jetzt am Tank mit. Das ist auch irgendwie logisch, ne? Ja, total. Das Logik. Ich mach mal. Ach, wir haben ja noch gar keine Lasertechnik erforscht. Oh mein Gott. So, hat er jetzt das gebaut? Ja, soweit. Ja, hat er. Alles klar. Hallo Logistikroboter, kommt doch mal her. Sehr schön. Wie genau? Also ich habe jetzt gerade schon die Eisen-Furnace-Column-Dinger, also diese Teile schon mal erweitert. Die haben jetzt 12 Furnaces pro Seite. Wenn ich jetzt mehr Blue Belt hätte, würde ich unten auch das Eisen schneller ranbringen. Sodass wir da auf jeden Fall vernünftig arbeiten könnten. Problem ist, dass wir irgendwie nicht genügend Blue Belt einfach rankriegen. Das ist echt schlimm. Ja, das ist. Es wird kommen. Das ist grauenhaft, ne? Ah, Mist, das ist blöd so, was ich gerade gebaut habe. Könnt ihr gleich wieder abreißen, Jungs. Sorry, war mein Fehler. Hat ihr da oben einen Roboport hingestellt, oder was? Ja. Das ist sowieso so geil, weil wir kommen echt genau an diesen Moment, wo wir einfach so mega faul werden. Wo wir einfach alles mit Robotern machen. Was muss das muss? Ja klar. Ich meine, wir haben die Möglichkeit, also lass den Scheiß auch machen. Wenn dann ganz oder gar nicht, ne? Genau. So, ihr kriegt hier, ihr kriegt hier, ihr kriegt Lampen. Ja, das Eisenfeld hier unten wird nämlich auch die ganze Zeit kleiner. Ja, das das ist ja scheiße, oder? Das meine ich dann. Es wird echt kontinuierlich kleiner. Ja, sehr gut vertan. Nee, wo ist denn jetzt dieser? Da ist der Splitter. Ey. Ey. So. Was? So. Sorry, ich steh dir. Oh nein, warte. Nein, jetzt habe ich mich selbst eingebaut. Ach nein, doch nicht. Gut. Ich brauch mehr Blue Belt und ich brauch Blue Splitters. So, ich brauche Landfill, das ich nicht mitgenommen habe. Ich clever, wie ich bin. Oh, ich bin so blöd, Einmal ey. Einmal mit Profis, ey. Ja, hat offensichtlich nicht funktioniert. Einmal mit Profis. Es kann einfach nicht wahr sein. Dazwischen habe ich irgendwie irgendwas vergessen. Na gut. Mach deinen Job. Das nervt. Nimm hier. Hier, ich möchte. Wo ist denn hier mein Dings? Ich möchte bitte nie gelbes. Ich möchte nie gelbe davon. Und nie gelbe Splitter habe ich gerade nicht. Okay, super. Gut, ja, da muss ich leider wieder runterkommen, weil ich wieder die Hälfte vergessen habe. Oh. Ja. Ja. Ach, echt schlimm.
Schlimm ist das mit dir. Das ist ja echt schlimm. Ich brauche Lenzel. Sollte ich jetzt eigentlich unten, wir haben uns vorhin übrigens zwischen den Folgen entschieden, dass wir unten eine Fahrstation bauen. Soll ich die jetzt bauen? Ich glaube, im Moment ist es, glaube ich, erstmal wichtiger, dass wir Material rankriegen. Material rankriegen. Sprich, wir brauchen hier oben eine Zugstation bei dem Eisen. Okay. Soll ich da eine bauen oder willst du eine bauen oder wie oder was? Ich baue hier unten mal die Entladestation, weil die läuft ja auch noch nicht. Ne? Wir haben ja noch keine Möglichkeit, das Eisen abzuladen. Ja, das kannst du gerne erstmal machen. Ich würde mir jetzt ein paar Landfill klauen und dann den See oben dicht machen und dann mit Fahr lang fahren. Oben nach oben. Also oben nach oben natürlich, wohin sonst? Ja, guck mal, ich mache jetzt hier mal nochmal so einen Smart Train Stop hier hin. Dass der zweite jetzt erstmal dediziert Eisen ist. Ja, dass wir hier erstmal Kohle und Eisen ranbringen. Und wenn wir noch eine dritte dann hier hinfläzen, dann wird die auch erstmal dediziert Kupfer, dass wir zumindest für alle schon mal eine haben. Weil ich meine, modular aufbauen können wir das immer noch. Ja, ja, werden wir auch bald machen müssen. Weil ich das so beschließe. Aus Sicherheitsgründen. Aus Sicherheitsgründen. Ja, es ist einfach, es ist zu wenig Eisen. Wir müssen da Landfill. Landfill gibt's oben. Schienen habe ich bei. Ich mach mal einen Smart Train Stop. Das ist ja dann so deine Baustelle eigentlich. Ja, mach da mal einen Smart Train Stop einfach hin und benenn den einfach nur. Der muss nur mit Strom versorgt sein. Den Rest kann ich einstellen von hier aus. Weil ich mach dann da draußen eine Line unten. Das ist auch schon ein Smart Train Stop. Und dann ist das kein Problem. Das krieg ich schon hin. So. Ich brauche verdammt nochmal mehr Fließband. Das oh darf shit, nicht das wahr reicht sein. Trotzdem nicht, ne? Hier kommt auch unten einfach nicht genügend Eisen rein aus dem einen Ding. Ach, wir produzieren nicht genug Strom. Schon wieder? Mhm. Ja. Ich kümmere mich erstmal um Eisen, weil wenn wir die grünen Circuits haben, dann können wir auch anfangen, Solarfelder zu machen. Ich erweitere jetzt gerade einfach nochmal hier Furnace. Ja, du kannst ja erstmal nochmal erweitern. Das ist, glaube ich, okay. Wo ist denn eigentlich der Fahrzug? Unten rechts. Den kannst du doch kontrollieren jetzt. Ich kann ihn aber nicht umdrehen. Soll ich den dann mal eben gerade zurückfahren? Du kannst den doch, glaube ich, dann auch fahren. Oder? Nee, ich kann nicht nur rein. Nee, das Problem ist, der hat keine Wendeschleife. Ja, der braucht ja auch keine Wendeschleife. Der kann auch die Station als Wendeschleife benutzen. Nee, er steht ja hier im Dead End. So. Ja, dann machen wir ihm mal eben eine Wendeschleife dahin. Ich hab Schienen dabei. Also, wenn du mir den nach oben schicken könntest, zur Ölstation, wäre ich dir sehr dankbar. Oh, wir haben kein Rohöl mehr. Nein, die nächste Baustelle. Aber wir haben noch genug Petroleum, von daher sollte das erstmal noch okay sein. Wir haben kein Leichtöl, wir haben kein Schweröl. Das ist echt, das ist super, ne? Wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo alles zu wenig wird. Oh. Ja, Train has been stuck. Wunderbar, es wird immer besser. Was könnte denn noch alles so auf uns zukommen, ne? Ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir eine Wendeschleife hier. Würde ich gerne mit Trains Plus. Der da ist stopped. Den würde ich gerne fahren. Habe ich das jetzt eigentlich hier mit der Kreuzung alles so richtig gebaut? Ja, ne? Ja. Gut so. Weiß ich nicht, ich sehe nicht was. Ach, kann ich nicht? Kann ich da jetzt nicht? Nee, kann ich nicht. Fährst du jetzt nach oben? Mit dem Zug? Mit der Fahrt? Er steht in der Wendeschleife oben. Ach, na super, der sollte mich doch hier abholen. Ich stehe hier rum. So, zum Oil Depot meinst du? Ja, alles gut. Ich komme jetzt hochgelaufen. Alles schick. Boah, hat der einen Bremsweg.
Bitteschön. Warte mal. So, dann kannst du ja jetzt damit erstmal arbeiten. Ich weiß nur nicht, den müsstest du dann durch die Ölstation durchleiten. Damit du den gewendet kriegst. Aber das sollte kein Problem sein. Ach, da kann ich ja. Ich fahre eine Runde mit ihm im Kreis, da kenne ich ja nicht. Ja, fahren wir da hin. So. Wie sieht denn das hier eigentlich aus? Das sieht so aus, dass wir immer noch nicht genügend Material ranbekommen. Mann, warum denn nicht? Oh, ich bin so wahnsinnig clever. Okay, ich fahre dich halt manuell. Ja, ist gut. Ist meine eigene Dummheit. Wir kriegen tatsächlich, also jetzt im Moment liegt es daran, dass wir nicht genügend Lubricant haben, also Schmiermittel, um blaue Transport Belts herzustellen. Wahrscheinlich, weil wir einfach nicht genug Öl rankriegen. Beziehungsweise, weil wir Öl rankriegen, aber das komplett alles irgendwie nur Leichtöl und Petrol ist. Ich will mir gleich nochmal oben die Ölproduktion angucken. Ah, so. So, jetzt hätte ich gerne mal, weil ich nicht anderes machen kann, weil wir gerade nicht genügend Blue haben, muss ich jetzt ein bisschen auf rotes Fließband gehen. Ja, ich mache gerade so eine Zugreise, es tut mir leid, ich brauche den Fahrlauber um. Und da ich gerade so wahnsinnig bekloppt war. A warning, a train has been stuck at the same signal for more than 2 minutes. Blockierst du gerade irgendwie oben Signale? Noch nicht. Okay, noch nicht. Okay, alles klar. Noch nicht, kommt aber gleich. So, ich nehme jetzt mal hier. So, da kommen Inserter, Kiste, Inserter, Ding. So. Diese bescheuerte Trainstation, die ich hier baue, wieder. Die ist genauso schäbig wie die andere. Das ist echt schlimm. No, da möchte ich, dass du hingehst. Kriegen wir das heute? Danke. Und dann machst du das. Und zwar. Nee. Anders. Ein bisschen cooler. Oh, ich liebe die Landfill-Mod. Ich liebe sie einfach. Möchtest du ein bisschen mit der Landfill-Mod alleine sein? Nein. Nicht? Okay. Das ist schon. Alles gut. So sehr liebe ich sie vielleicht dann doch nicht. Dann ist das da rein und ich kann dann hier rein und dann kann ich statt machen. Da und da. Was ist da mal? Und? Und das mach ich auch mal, wa? So. Fertig. Problem gelöst. Also die Station unten ist jetzt zumindest rudimentär angeschlossen. Die ist für 4 Waggons ausgelegt. Also man ich kann hab keinen Zug bei. Benutzen. Kannst du da vielleicht einen Zug hinstellen? Entschuldigung. Ja, ich kann da einen Zug gleich hinschicken, ja. Ich habe keine Transignals und keine Transignals bei und Kümmer mich noch eine Diesel-Lok tatsächlich. Sogar. Hätte ich gar nicht gedacht. Inserter. Hallo. Oh, habe ich jetzt echt nur. Warte mal, ich habe eben Zucker welche. Äh.
hätte ich jetzt gerne. So, wunderbar. Noch mehr davon. Davon habe ich aber nicht so viel bei. So. Wie fehlen Strommasten? Wieso fehlen mir die ganze Zeit Strommasten? Das nervt. Mir. Ach ne, da oben fehlt auch noch ein Strommast. Okay. Werden die eigentlich hergestellt? Ein bisschen neben dem Science, ne? Ja. Ja. Da sind sie. Nehme ich mir erstmal wieder 100 Stück und ich brauche Kisten. Wo sind sie denn? Dann nehmen wir dafür mal. Ich nehme mal dafür jetzt erstmal passive Anbieterkisten da unten. Weil die werden ja irgendwann, wenn das ein Roboterbahnhof wird, werden die in aktive umgewandelt. Ne? Richtig. Und ja, momentan, weil wir haben halt einfach gerade diese Anbieterkisten massiv da und deswegen schmeiße ich die jetzt einfach da unten mit rein. Läuft schon. Wir haben ja Beton, das ist ja schön. Können wir die Welt zu betonieren. Ja, endlich. Einfach alles zu betonieren, fertig. So, hast du unten einen Zug gebaut für mich? Nee, ne? Kommt. Achte. Leg ich mal eben hier hin. Wie soll er denn aussehen? Also, wo soll er hin? Der soll zu Infernoid. Na, warte mal, ich nenne sie ganz kurz um auf Eisen 1. Eisendepot. Uff. Er soll zu Eisen 1 und zu Eisendepot, richtig? Schick ihn erstmal bitte nur zu mir. Ich brauche dann hier zum. You know. Ja, du nimmst den gleich. Ich schick den da jetzt gleich hin und du pausierst dir den gleich da. Aber ich mache das nämlich jetzt direkt als Linie. Eisen 1. Speichern als Linie. Eisen 1. Regeln. Eisen 1 voll, leer, safe. Und immer warten, habe ich jetzt gerade bei Eisen 1 mal eingestellt. So, Zug ist unterwegs. Yay! Das hat jetzt einen so einen mega schneller Zug gerade durch. Da kommt er. Ja. So ein Waggon wäre auch cool gewesen. Ach so, dann schick mir den nochmal runter. Geh mal in den Kann Fahrplan. Ich gerade nicht. Ach, du hast doch keinen Bogen gebaut, ne? Okay, ich hätte den direkt auch mit Waggons ausstatten können, das stimmt allerdings. Ich habe nämlich 6 Stück gerade am Mann, also es wäre sogar möglich. Ich dachte, das wäre klar gewesen. Aber nee. Sorry. War sie mir gut. Einmal mit Profis. So. Ja, perfektes Zusammenspiel, ne? Kommt wieder zurück, bitte 4 Waggons ranhängen. Das war ja charmant. Das war schon echt faszinierend gerade. Ja, und das Witzige ist, ich habe, glaube ich, na gut, ich habe noch rotes Fließband im Zweifelsfall mit Beinen, ist das halt so, sorry. Ansonsten kann ich dir da hinten auch in irgendeinen Waggon mal eben Fließband reinschmeißen. Ja, blau, wenn du hast. Nee. Nee, rot habe ich nämlich selbst bei, alles gut. Okay, mach mal 4 Waggons auch dran, ne? Ja, 4 Waggons und bitte zu mir. Gut. Player. Waggons, 1, 2, 3 und 4 sind dran, fährt nach Eisen 1. Yay, hallo Zug. Kommt ein Zug geflogen, ne? Genau. Achso, siehst du, aber wo geflogen? Ich dachte mir, wir können uns ja auch hier mal Radar leisten. Ein Radar? Was will ich denn damit? Sehen, wo der Zug lang fährt. Ach so. Das wäre tatsächlich interessant. Also sowas könnten wir nämlich im Ölbereich auch gebrauchen, dass wir das zumindest da sehen könnten. Ja, dazwischen fehlt jetzt noch einmal. Oh Gott, und ich sehe unsere Pollution Cloud und kriege Schiss, weil überall Basen sind, die jetzt in Reichweite sind.
Das ist ja schlimm. Kümmere mich im Zweifel gerne in einer der nächsten Folgen. Wo bleibt denn der Zug? Alle Zug? Hallo Zug? Er sollte eigentlich nach oben kommen. Moving. Oh, weißt du, was los ist? Einer ist leer. Mhm. Der Ölzug ist leer. Ja, aber wir den noch nicht automatisch bestücken. Ich lauf kurz runter, alles gut, bleib da, wo du bist. Okay, ja, ich würde jetzt nämlich bei Öl mal eine Bestückung dann bauen. Dass das nicht mehr passiert. Und deswegen steht natürlich alles hier. So. 15. Man kann doch mit dieser Smart Train auch so eine Refuel Station machen, ne? Ja, dass die da nur hinfahren, wenn sie es brauchen. Sehe ich aber eigentlich nicht so als sinnvoll an, weil solange du das am Depot überall hast, machst du es da. Mhm. Meine Meinung. Ja, okay, das ist richtig. Na, weil da fahren sowieso alle hin zum Abladen und dann werden die da halt mit Kohle aufgetankt oder was man dann halt Festbrennstoff oder sowas nimmt. Ey, ich hab nicht mal Eisen bei, ey. Oh, na gut, jetzt machen wir mal. Ja gut, wir kriegen das Schiffchen. Schon geschaukelt. Ja, ich baue gerade auch mal wieder Strom aus, weil wir haben ja zu wenig und du baust ja oben nur eine riesige Mining-Site. Ja, die ist noch nicht am Strom dran, ja. Die ja gleich auch noch da dran möchte. Deswegen haben wir ja überhaupt keine Probleme mit Strom. Nein, haben wir gar nicht. Scheiße. So, jetzt brauche ich Rohre. Eins. Reicht nicht. Naja, gut, okay. Und hier. Upp. Was mache ich eigentlich für eine Schanne? Sollen hier doch einliefern. So, jetzt brauche ich noch zwei Pumpen. Jo. Dann bringen wir das daran. Und dann geht das hier runter. Geht hier rüber. Leiten wir das direkt schon mal um. Das geht so. Das geht hier lang. Wir kriegen das irgendwann schon in Gang. Demnächst. Hab ich? Ja. Irgendwann. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Okay. Achso, noch nicht so ganz okay, aber gleich okay. So, jetzt brauche ich 26 davon noch. 10, 15, 20, 25, 26. Das heißt, ich kann hier ein Train Signal bauen, das ich gerade nicht mehr habe. Doch, hier habe ich welche. Ey, mein Gott. Ich habe es irgendwie geschafft, mein komplettes Inventar leer zu kriegen. Man mag das ja gar nicht glauben. Jetzt echt? Ja, es ist nix wirklich Sinnvolles mehr drin, ja. Wer bist du und was hast du mit Tondi gemacht? Sachen. Tondi is dead. Lang lebe Tondi. Genau. So, jetzt hatte ich das hier mal gerade aus. Also ich habe gerade nochmal sagenumwobene 10 Megawatt an Strom hinzugefügt. Sprich, dass wir überhaupt keine Probleme mit Umweltverschmutzung bekommen. Nein, niemals. Liebe Pfahl, fahr noch mal ein bisschen geradeaus. Pfahl doch mal ein bisschen geradeaus. Boah, war der scheiße. Mhm. So, wie viel Megawatt produzieren wir hier jetzt eigentlich? Müsste absurd viel sein. Ja, eigentlich. Wir haben jetzt 80 Steam Engines. Ich frag mich, warum? Weil eigentlich so riesig ist doch unsere Produktion noch gar nicht. Also komm, für 80? Nee, eigentlich nicht. Das stimmt schon. Eigentlich haben wir noch ohne weiteres hier Raum. Und so. Alles noch im Rahmen, aber ich glaube, das Problem ist, dass wir mit dem Mining so exzessiv gehen.
Also, weil wir halt. Weil wir zu wenig haben, aber wir haben ja auch zu wenig. Ja, ich meine, jetzt ist wieder Kupfer das Problem, ne? Wie, jetzt ist Kupfer das Problem? Ja, jetzt ist Eisen genug da, weil ich vorhin wie bekloppt Eisen geupdatet habe und all so ein Scheiß. Und jetzt ist Kupfer das Problem wieder. Weil jetzt so langsam nämlich oben die Kupferzeit ausgeht. Wir haben echt ein Glück, das ist unglaublich, oder? Ich sage nichts, aber Kupfer haben wir ja gleich da an der Seite. Das ist ja nicht das Problem. Richtig, ich werde deswegen jetzt gerade mal unten dann eine Kupferstation in Betrieb nehmen, dass wir auch hier Naja, Kupfer abladen können. aber ne, also ich sag's mal auch so, wenn es endlich soweit ist, dann haben wir wenigstens weniger Probleme, weil dann heißt es ja wirklich nur noch Basen ranscheffeln und gut ist. Ja. Und das geht ja dann, falls wir irgendwann eventuell mal einen mobilen Roboport bekommen, ist das dann auch kein Problem mehr. Da glaube ich irgendwie in dieser Serie nicht mehr dran. Doch, Das in wird. dieser Serie mit Sicherheit, vielleicht in dieser Aufnahmesession nicht mehr. Nee, das kann man sich direkt schon abschminken, dass das jemals hier in dieser Session noch zu sehen So. ist. Muss ich euch leider Damit. enttäuschen, wer jetzt gedacht hat, er könnte ein Personal Roboport sehen. Sorry. Ist I nicht. don't think so. Aber da kriegen wir das hier unten. Aber hier unten ist so wenig Platz. Nee, da kriege ich das nicht durch. Ich muss es oben lang legen. Auch wenn es mehr Geld kostet. Auch wenn es mehr Geld kostet. Nein, nicht noch mehr Welt. Ja, was soll ich machen? Wer macht hier wieder was kaputt? Ah, werden nur Objekte beschädigt, alles klar. Sie werden nicht zerstört. Und es sind vor allen Dingen nur Türme, dann interessiert mich das nicht. Okay, ich nehme erstmal einfach nur zwei rein im Betrieb, okay? Dann machen wir den ja auch nicht komplett voll, weil Aus ich Sicherheitsgründen. nicht genug Fließbänder habe. Das ist irgendwie lächerlich. Aufgrund von Fließbandmängeln nehmen wir den nicht in Betrieb. So, hä? Wieso? Wieso haben wir eigentlich Fließbandmangel? Das kann ich da auch nicht erklären. Aus Gründen. Aus Gründen. Naja, weil wir eigentlich ja probiert haben, Rot relativ gut zu überspringen, weil man braucht Rot halt auch eigentlich nicht. Na, also, es gibt viele Leute, die darauf schwören, sofort auf Blau zu gehen, aber das war uns leider nicht vergönnt. Nee, das So. stimmt tatsächlich. Oh, shit. Okay, ich nehme es jetzt trotzdem mal mit in Betrieb. Achtung, Stromverbrauch geht in die Höhe und ich fahre mal eben mit dem Zug zurück. Okay, mit dem Eisenzug oder was? Gut, dann siehst du hier jetzt auch mein tolles Konstrukt, was ich gerade mache für den Kupferzug. Ich bereite jetzt direkt schon alles für Kupfer vor, weil das nämlich unser aktuelles Problem wieder mal ist. Irgendwas stimmt mit irgendeinem Signal nicht. Ich habe vorne ein Signal gesetzt. Vielleicht habe ich da was falsch gesetzt. Guck gleich mal. Oh, Was? Guck mal auf die Was? Zeit. Was? Nee. Ich habe jetzt keine Zeit, kann ich nicht. Will das jetzt noch fertig bauen? Ach Mist, jetzt habe ich hier die Pfahl im Weg zu stehen. Die schicke ich mal zu Kohleöldepot. So, jetzt Red Belt. Ja. Mehr, 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 mehr. Mehr, 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 mehr. Ich brauche mehr Red Belt. Das ist ja schlimm. Ey, was wir hier an Material schon verballern, ne? Das ist Wahnsinn, ne? Ist einfach nur abartig. Aber bald kommt der Moment, Schildausrüstung. wo wir denn über alles hinweg sind. Dann wird alles Energieschildausrüstung, was? nur noch einfacher. Ja, ey. Irgendwas stimmt. Ich
nicht mit meinem. Ich weiß nicht, habe ich da irgendwas falsch gebaut? So, Eisen ist incoming und ich gehe mir jetzt mal Fließbänder runter. Genau. Sollen wir dann jetzt mal vielleicht die Folge beenden? Oh, ja, ja. Du warst, glaube ich, dran, oder? Ich war, glaube ich, dran. Ihr Lieben, mit Verspätung. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.